So, meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück zum inzwischen vierten Spiel des MSI Play-Ins Tag Nummer 3. Der letzte Tag für BRTT und Co. Gruppe A entscheidet sich heute. Zwei Spiele, wie schon erwähnt, haben wir mindestens noch. Und danach entscheidet sich, ob wir vielleicht einen Tiebreaker sehen oder nicht. Damit sehr wahrscheinlich passiert. Sogar. Und zwar der entscheidendste, der einzig entscheidende. Ihr müsst euch vorstellen, für die gerade erst eingeschaltet haben, wir haben zwei Gruppen in dieser Play-Ins-Phase, Gruppe A, Gruppe B. Gruppe A und Gruppe B werden jeweils einen Gewinner haben. Die kommen in die nächste Runde, werden dann gegen LMS-Teams und gegen die NALCS-Teamvertreter, aka Team Solo, mit antreten. Nur die beiden Gruppenersten schaffen wir es in die nächste Runde, also in diese Qualifikationsrunde. Pick- und Bann-Phase beginnt schon. Und derzeit haben wir zwei Teams, die Gruppe A dominieren. Das sind zum einen Supermassive und zum anderen die Red Canids hier. Das Team rund um den Star-AD-Carry BRTT und den Star-Coach Broken Shard, der bislang noch mit jedem Team abgestiegen ist. Natürlich, ich liebe dich, Ram. So, wir sehen sehr viele Target-Buns. Trash auf jeden Fall, Target-Bun gegen Dio, das macht, denke ich, definitiv Sinn. Ja, das macht super Sinn. Wir haben den Ash-Bun, Ash immer noch ein Power-Pick. Auch der Ivan gegen Sharefire hat Sinn gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Absolut, ja. Bei den Direwolves im ersten Spiel, das sie heute hatten. Graves jetzt als First-Pick, S-Tier-Jungle noch verbleibend. Lee Sin vom Tisch, Ivan vom Tisch, was bleibt noch übrig? Kha'Zix, Rengar wären zwei Möglichkeiten, die man wählen kann. Man kann sowas wie Elise spielen, das ist immer noch gut. Rengar hier aber bei den Wildcards generell relativ wenig unangetastet erfahren. Ja, unangetastet. Komplett unangetastet von beiden Teams, von allen Teams, die jetzt hier teilgenommen haben. Lulu ist offen, das heißt, man sichert sich diesen wirklich starken Pick. Ja, gerade wenn du einen Hypercarry im Team hast, wie im BRTT, dann macht so eine Protect-Comp auch desto umso mehr Sinn. Auf der anderen Seite bei Direwolves mit King, der halt nicht wirklich gut performt hat bisher. Ich weiß halt nicht, ob es an der Performance liegt. Es war glaube ich, nicht wirklich die Performance. Es war das Decision-Making. King hat... Aber das ist ja Teil der Performance. Ne? Ja, das, ja, gebe ich recht. Und er geht wieder auf den Ezreal. Es ist kein schlechter Pick. Nein, auch die Lane Pitlin. Ist... Es ist exakt Karma, die gleiche Lane. Karma Ezreal ist eine super starke Lane. Es ist genau die gleiche Botlane wie auch schon zuvor. Hoffen wir, dass er diesmal die Träne nicht Minute 80 kauft. Ah, und es wird Elise. Ich denke, das ist auch richtig, weil man würde jetzt hier auf gar keinen Fall Midlaner oder Toplaner targeten, sondern eher die Jungler, wenn einer der beiden noch offen sind, weil Jungler einfach viel einfacher zu targeten sind. Hier sehen wir jetzt Midlane-Fokus von beiden Teams, Cassio, Syndra, Orianna und ich nehme an, LeBlanc oder Ahri werden jetzt auf den Tisch genommen. Schauen wir mal. Schlimm ist, wenn du jetzt LeBlanc oder Ahri bannst, dann ist der quasi noch einer dieser Powerpicks offen. Ja, genau. Secured First Pick. Red Canids wird sich darüber natürlich freuen. Ich denke, sie lassen beides offen wahrscheinlich. Ja, und dann willst du LeBlanc loggen. Weil LeBlanc immer das stärkere Matchup gegen Ahri hat, das ist ein Skill-Matchup. Aber es kann zugunsten, es sollte zugunsten von LeBlanc ausgehen. Jarvan gebannt hier, wow. Also ganz klarer Target-Bann gegenüber Robo. Scheint da wohl das ein oder andere Top-Lane-Jarvan-Game-Input zu haben. Jetzt die LeBlanc, wir hatten es angesprochen, wird... Talkers zumindest gehovert, wahrscheinlich auch eingeloggt. Ja, da gibt's die Antwort keine, gibt's keine Diskussion. Wäre hier auch absolut sinnvoll dann an der Stelle. Oder man nimmt jetzt hier sowas wie zum Beispiel Echo, wie wir im letzten Spiel gesehen haben. Ging dann für Naru nicht so gut aus, aber ich glaube, das lag mehr an Naru als an Echo. Ja. LeBlanc auf dem Papier natürlich der stärkere Champion. Das steht komplett außer Frage. Und hier ist ein Fizz, der dann in die Toplane geschickt wird. Ja, vielleicht auch Mitte. Schauen wir mal. Ja, aber es wird auf jeden Fall ein Blind Pick. Gegen LeBlanc hat Fizz kein gutes Matchup, das muss man ganz ehrlich sagen. Und hier ja, es wird Ryze. Ryze war ja mal ein guter Pick gegen LeBlanc, ist das jetzt nicht mehr. Also nachdem beide Champions gereworked worden sind. Oder Ryze halt schon, ich weiß nicht, ob man das bei Ryze noch rework nennen will. Ryze wird ja komplett permanent geändert. Immer noch ganz normale Änderung. Aber ist jetzt deutlich skillintensiver, ihn gegen den LeBlanc funktionieren zu machen. Das war vorher einfacher. Jetzt haben wir einen Fizz Blind Pick. Ich könnte mir sowas wie Renekton jetzt hier sehr gut vorstellen. Fiora, ja, bringt die Leute zum Jubeln, aber mir hätte hier ein Renekton tatsächlich besser gefallen. Renekton hast du den ganz großen Vorteil, dass du Fizz vor seinem E mit deinem W stunnen kannst, dann die komplette Rotation rausgehst, mit deinem E Second Proc rausgehst und Fizz komplett outtraden kannst. Renekton hat das stärkste Early Game. Fiora kann von Fizz tatsächlich böse auf die Mütze kriegen im Early Game. Das ist aber ein reines Skill-Matchup, würde ich fast schon behaupten. Also, der Vorteil hier natürlich enorm mit dem Ignite. Gegen eine Fiora vor allem. Eines von Fioras großen Stärken im 1v1 ist die ausgelöste Ultimate, die sie massiv healt. Die Victory Zone gibt dir locker mal 40% wieder. Ja. Und
das mit dem Ignite rauszunehmen oder zumindest zu halbieren, ist essentiell hier. Ansonsten natürlich auch einer der großen Vorteile von Fiora, dass sie super viel True Damage macht. Wo hat er denn da die Kalista? Ich versuche die ganze Zeit die Kalista da zu sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie ist auf dem Oberarm. Vielleicht ist auch jemand. Ich weiß nicht. Safe, ob das bei der BRTT der Fall war. Ich glaube schon, ich google das jetzt. BRTT Kalista Tattoo. Oh ja, er hat's. Das sieht halt wirklich nicht gut aus. Es ist halt Blood Moon Kalista. Das sieht schon ziemlich cool aus. Findest du? Doch, finde ich cool. Doch, finde ich cool. Na gut, Geschmackssache, denke ich. Ja, Geschmackssache. Manche machen ja auch Totenköpfe, finde ich auch nicht so geil, aber manche schon. Totenköpfe? Der Hammer. Wenn man es mag, ist ja okay. Oberhammer. Ich bin auch riesen Sido-Fan. An die Totenköpfe-Maske immer der Wahnsinn. Je nachdem, wir haben hier Direwolves und wir haben die Red Canids, die dieses Spiel gewinnen müssen, um noch eine Chance zu haben. Das heißt, gewinnen hier die Direwolves, gewinnt Supermassive automatisch die Gruppe. Für Direwolves geht es um nichts mehr. Das ist ja der Fakt. Sie haben hier bisher lediglich einen einzigen Sieg einfahren können gegen Rampage. Sind damit also bereits ausgeschieden. Für Red Canids geht es um alles. Gewinnen sie hier, geht's eventuell, sollten sie das letzte Spiel auch gewinnen, in den Tiebreaker verlieren sie hier, kann Supermassive. Und die können das jetzt snowballen. Dadurch, dass das nächste Spiel dann direkt Supermassive gegen die Red Canids ist, können sie hier mit einem souveränen, eindeutigen Sieg gegen die Direwolves, die ja nichts mehr zu verlieren haben, sich genug Selbstvertrauen anfressen, um dann Supermassive vom Tisch zu fegen. Aber vielleicht ist auch diese Erleichterung, dieser Fakt für Direwolves, dass sie nichts mehr zu verlieren haben, der ausschlaggebende Punkt, um befreiter zu spielen, weil bei allen Spielen heute bisher haben wir ein sehr verhaltenes Early Game gesehen und tendenziell sehr wenig risky Plays, weil eben keiner hier rausgeschmissen werden wollte. Im Endeffekt aber jetzt. Und genau das ist ein Punkt, der mich bei einem direkten Aufeinandertreffen der Gruppe A-Teams auf die Marine Esports-Leute von Vietnam zuversichtlich für die Vietnamesen stimmen würde. Weil die sind halt full ham von der ersten Sekunde. Das gefällt mir. Das könnte gegen Supermassive halt wirklich effektiv sein. Voll. Voll. Supermassive basiert darauf, dass sie irgendwann einfach im Mid-Late-Game das bessere Decision-Making haben und dann das Spiel gewinnen. Ein Teamfight, GG. 10.000 Gold Vorsprung nach dem Baron. Easy. Easy ist hier das Stichwort. Auch für Schirnfeuer, der hier mit den Raptoren kurzen Protest. Er hat gerade mit dem Q nicht den Großen getroffen. Nee. Interessant. Kitet jetzt hier wie ein Weltmeister. Trotzdem ordentlich Damage nochmal. Währenddessen hat natürlich Napon hier. Warte mal. Hat Napon letztes Spiel gespielt? Nein, oder? Doch. Ja? Ja. Dann war der so ein Non-Fuck, dass mir der Name nicht im Kopf geblieben ist. Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Toplane jetzt hier das Match. Das wäre wirklich interessant. Ich glaube, Toplane könnte so das Relevanteste. Die interessantere Midlane haben wir hier. Ja. Auch für die Jungler vielleicht so ein bisschen interessanter. Kleiner also eins Snow ist klar, beides sind ausgezeichnete Splitbush-Charaktere. Fiora hat das bessere Scaling. Aber Fiora hat auch nur ein sehr, sehr gutes Scaling gegen Tanks. Also er ist halt der Tanks-Shredderer. Das war ein Napon. Ja, ich glaube, ich wollte noch mal kurz nachgucken. Warte mal, ist da noch ein anderer Jungler im Team? Ja, aber ich gucke auf den Namen und denke mir so, warte mal, wer ist denn das? Der war ja auch ein Non-Factor. Ja. Ja, ja. Schauen wir mal, Midlane. Also Ryze in der Lage, das Early Game durch Push-Power zu dominieren. Jetzt haben wir hier einen sehr guten Gank. Yes. Oh, das ist ein One-One-Kill. Ja. Und er flasht nochmal, völlig useless. What? Ist aber knapp hier noch. Ja, wegen dem Ignite, aber das war halt terrible. Also, A, O, schön Feuer. Flash, EQ. Nein. Oh mein Gott, hat der jetzt die geflasht. What? Okay, das DP ist okay, Robo wird jetzt hier nochmal rausgechased. Napon steht aber in Bereitschaft. Also warum Jeppies das 1v1 hier überhaupt eingegangen ist, weiß ich nicht. Warum Napon geflasht hat, weiß ich nicht. Weil jetzt muss er nämlich aufpassen, er hat keinen Flash mehr. Jeppies ist Level 3. Oh mein Gott! Oh Gott! Ah, nevermind, das war ein Bait! Robo ist low. Snare sitzt, Jeppies. Oh, wenn Fizz jetzt hier stirbt, ist die Lane vorbei. Was ist das? Wenn Fizz hier stirbt, ist die Lane vorbei. Der hat kein TP mehr und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht so optimal. Wir sind aber noch nicht fertig hier. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Napon überlebt das Ganze hier erneut. Währenddessen ist Robo damit beschäftigt, die Wave... Also ich habe ja gesagt, dass Direwolves ein bisschen befreiter spielen kann. Vielleicht ist befreit Int für... auf Austria.
stark das Q gedodged. Aber interessant. Die sind hier schon sehr. Es geht weiter, es Jungs! Es geht weiter! Warum? Feuer ist wieder am Start! Oh mein Gott! Und Robo wird immer noch nicht base gelassen. Jetzt wenn kommt es so Rice. Weitergeht, ist Fizz ist gleich wieder da. Ach du meine Güte. Gut nur, dass ich Fiora farmtechnisch nicht großartig absetzen konnte. Ja, was da passiert ist, kann man nicht unbedingt übel nehmen an der Stelle. Dann hat Fiesta natürlich jetzt aber Brasilianer haben wir hier. Jetzt sehen wir, das Replay ist 8 Minuten lang übrigens. Ja, wir sollten jetzt anfangen, das in doppelter Geschwindigkeit abzuspielen. Ja, oder wir lassen es einfach ganz geht halt direkt weil weiter. Shanefire denkt sich, hier haben wir noch nicht genug geintet. Wir können noch weiter. Es geht voran, meine Damen und Herren. Nächster 1 gegen 1 gegen Minute 5 gerade angebrochen. Und wir hatten von diesen 5 Minuten 4,5 auf komplettes Getrade. 5 Minuten mal 4,5 Minuten Toplane-Dive. Tocker ist jetzt hier mit 2-0 schon am Start. Also wenn die Botlane das gleiche Level wie Toplane, Mitte und Jungle hat, dann weißt du, dass im Spiel auf jeden Fall Pikes. Aber wir sind voll dabei, wir es geht dabei. Weiter. Vierter Kill hier. Hier geht's weiter. Für Analysen haben wir keine Zeit, es wird geböllert. Und Botlane denkt sich nur, nice. Das ist auf jeden Fall nicht so optimal für die Direwolves verlaufen. Napon ist ein Level unter seinem Support. Jetzt aber hier die Raptor-Stil. Der wurde von 5 Minuten 45 Sekunden wurde er ja 3 Minuten Top-Lane gedived. Da kann es ja auch nicht zu großartiger XP kommen. Oh, jetzt nochmal die Wiederholung hier. Weil Shanefire denkt sich, okay, wir hatten halt gerade, ich war sowieso gerade in der Top-Lane. LeBlanc ist wieder in der Mid-Lane, die ist ziemlich strong, aber. Ich hab rechnet wohl nicht. Ich habe keinen Flash. Mein Midlaner ist an den Tür dran gepusht. Gehe ich mal zu den Raptoren. Unlucky. Konnte natürlich nichts für an der Stelle. Wirklich unglücklich. Jetzt 2-0 LeBlanc. Hat hier bereits Hextech fertig. Ryze dann mit seiner Trine natürlich ein bisschen unangenehm aufgestellt. Botlane läuft alles ausgeglichen. Und wir haben wieder einen Ezreal, der nach 50 CS noch nicht in der Base war. Ja. Aber jetzt wahrscheinlich gleich in die Base gehen wird. Ja. Und jetzt, wenn er sich jetzt Sheen und Tier holt, bin ich zufrieden. Dann bin ich der glücklichste, dann fühle ich mich wie ein Vater, der nach der ersten schwierigen Fahrradpartie seines Kindes ohne Stützräder. Er holt sich einen Vamp-Scepter. Das ist auch okay. Ist okay, vor allem, weil das Gold vor wahrscheinlich. Vor allem gegen Caitlyn. Vor allem gegen Caitlyn und wahrscheinlich, wenn man hier mal schaut, er hat sich sonst nichts gekauft, kein Pot, kein Watt, nicht. Das heißt, das Gold hat auch gar nicht gereicht. Und wie schon erwähnt, gegen eine Caitlyn Early Lives hier zu bauen, nimmt sehr viel Druck raus aus der Lane. Hat hier auch wieder Warlords mitgenommen, der gute BRTT. Bin ich mit einverstanden. Bin ich mit einverstanden, alles in Ordnung. Fizz ist schon lange nicht mehr gestorben. Das ist überraschend. Hat sich auch am Anfang den Sheen geholt. Kann bisher trotzdem ganz gut auf der Lane noch mithalten. Ist hier sogar 2 CS vorn. Und Shurnfire. Der hat noch nicht genug. Ja, der die setzt Botlane zum nächsten ist zum Diven da. Ne? Das sagt ja schon der alte Song von Reinhard May. Über der Top-Lane muss die Freiheit zum Diven doch da sein. Ja, Fizz ist auch Level 6. Oh, Robo ist noch. Oh mein Gott, das hat weh getan. Robo ist noch nicht Level 6. Schön geblockt, das ist nämlich die Stärke einer Fennis. Oh, oh, oh. Schönes Flash. Die Minions. Die Minions. Reicht nicht ganz. Aber starkes Spiel von Robo an der Stelle. Die Grabs sind katastrophal. Der Flash allerdings. Der Flash war exzellent. Der Repel. Also, wie wäre das nochmal? Repel? Repost. Repost, ja. Irgendwas mit R wusste ich. Chill mit R vorne. Du warst früher bei meinen Klausuren auch immer so. Ja. Alitere, irgendwas mit A. Ärgerlich, dass der Gang nicht funktioniert hat. Im Endeffekt Robo damit einiges angenehmer dabei jetzt hier. Mit Lane, Probleme bei Tockers. Der muss jetzt hier aufpassen. Flash kommt raus. Er hat selber noch sein Flash. Ja, der ist safe. Nee, er hat kein Flash, er hat kein Flash. Safe tot. Er ist safe tot. Flash noch 5 bis 10 Sekunden Cooldown gehabt. Stark gemacht. Gute Fun-Ticks hier auch hinterher geflasht dann nochmal. Und Graves auch ohne Ulti mit dem erfolgreichen Gank. Napa und wieder 2 Level behind. Kriegt jetzt hier den Blue-Buff-Stil durch. Ansonsten aber nicht allzu gut im Spiel. Ich weiß, warum ich mich nicht an den Namen erinnert habe. Guck dir mal die Farmwerte an. Im Jungle. Dann weißt du, warum der so weit hinten ist. 14. Ist ein interessanter Wert nach 9 Minuten. 40 CS hinten sein. Man sagt ja immer, Jungle, die CS-Zahlen an sich, also die nackten Zahlen, sagen nicht viel aus. Nee. Aber bei 40 nach 9 fange ich schon an zu sagen, vielleicht doch.
Vielleicht doch. Vielleicht ja. Sind auch nackte Zahlen entscheidend hier. Ich meine, Shunfire hat jetzt sein Jungle-Item fertig und Napon ist wahrscheinlich so 600 Gold behind. Einfach nur durch den Farmunterschied. Deswegen ist er ja auch so massiv an. Der ist Level 5, Minute 10. Will jetzt hier Counter ganken. Das wird katastrophal. Okay, nevermind. Topaz kommt nochmal dazu. Man hat hier seine Pocket Level Long am Start. Gar keine. Oh Gott. Also ein Point Blank. Kukorn zu treffen. Der Fischgard auch nicht schlecht. Und oh, wer hätte es erwartet? Napon kriegt brutal ins Auge. Robo hat sich baiten lassen von seinem Jungler. Das ist halt typisch Solo-Q. GGWP, nice Jungle. Better Jungle wins. Ja. Der versucht mit Level 5 Top-Lane zu ganken. Level 8-Lane zu ganken. Ist 3... Mit Ignite. Robo ist auch jetzt 2 Level behind. Wegen Nippon. Er verpasst hier 3 Waves. Der Turret fällt. Nur weil Napon sich nicht... Der gesamte Jungle ist ab. Der ist 2 Level hinter Shunfire. Golems sind ab. Raptoren sind ab. 3 Level. Wölfe sind ab. Golems sind ab. Ich korrigiere. Ab zur Top-Lane. Gehen wir mal ganken. Geil. Nimm Fist ganken. Auf die Lane laufen und versuchen, gegen den Fist, der eh ab hat, den Kokon zu treffen. Na sicher! Und Napon denkt hier, laufen wir mal rein. Oh, 80% Leben verloren. Keine Angst, ich hab keine Angst. Ich kann hoch, keine Angst. Geh rein, ich denke. Nein, ich geh hoch. Ich komm wieder runter, tot. Das war interessant. Es ist ungefähr so wie bei dem Spandau Inferno Boostcamp Showmatch, wo Kevin Level 10 von Mori gegankt wurde. Ja, und Kevins Call ungefähr so ging. Oh, ich werd hier gegankt. Never mind, Mori ist Level 4. Never mind. Also das ist halt wirklich, ich meine, klar. Positiv ist, Napon wird sich gedacht haben, mein Level 6 Power Spike ist eh nicht so stark. Da kann ich auch Level 5 ganken. Das stimmt. Elise ist ja auch ein Late-Game-Jungler. Da ist ja Early Game relativ irrelevant. Jetzt hat halt Robo den Schaden davon genommen. Robo hat nicht nur ein unglaubliches Golddefizit jetzt durch den Farm- und Kill-Unterschied, obwohl er im Early Game den Kill hatte und einen Dive abgewehrt hat, sondern er ist auch anderthalb Level hinten. Napon hat jetzt aber ein bisschen Level gut gemacht. Ist Level 7, nur noch 2 Level hinter Shunfire. Shunfire aber auch mit Level 9 richtig gut dabei. Also das darf man nicht unterschätzen. 75 Farm Minute 11 ist jetzt nicht normal. So 50 Farm vorne. 10 Farm weniger als Top und Mitte zu haben, ist jetzt nicht unbedingt normal als Jungler. Da macht natürlich Shunfire auch einen guten Job. Und die Mid- und Top-Werte in Sachen Farm sind okay. Aber Napon lässt ihn halt auch die Möglichkeit, wie schon erwähnt gerade. Oh, da kommt Napon wieder. Der hat noch nicht genug gefeedet. Erfolgreich wieder den Kukon farmen. Passt jetzt Robo. Ja, Napon, wann hast du denn vor, da eigentlich hinterherzukommen? Oh, jetzt macht er den... Das hat er... Unlucky. Gut. Das ist natürlich nicht so optimal. Napon aber mit dem hochverdienten Kill hat da massive Outplays gezeigt an der Stelle. Währenddessen sagt sich Red Canis, wir pushen Mitte. Man pickt hier die Caitlyn und man benutzt die Caitlyn so, wie sie benutzt werden muss, nämlich einfach nur den Turm rechts Türme picken. Pushen. Ich finde Fizz wahrscheinlich trotzdem nochmal die Lane, die man hier besser ausnutzen könnte, weil Fizz kann ja wirklich gar nicht Wave clear. Der hat jetzt Trifle. Oh, da hat King sehr, sehr gut das E eingesetzt. Hätte die Kette hier connected, wäre da RIP gewesen. RIP in Pepperoni. Wir haben jetzt Triforce gegen Tiamat Vampiric Scepter. Ist nicht so angenehm. Das ist gar nicht angenehm. Triforce, einer der härtesten Power Spikes im Spiel. Und zwar auf jedem Champion. Wenn der Champion auch noch sehr, sehr gut mit dem Triforce synergiert, wie das bei Fizz der Fall ist, dann ist das ein noch unangenehmerer Spike. Und hier haben wir jetzt LeBlanc, die von Shunfire ordentlich mit den Shotguns ins Gesicht bekommt. Ultimate sitzt, aber es reicht nicht. Red Buff. Ah ne, es war Red Buff, hast recht. Ja, hätte sich mal ein Beispiel an Japan genommen und Red Smile mitgenommen. Genau. Hätte das jetzt hier gereicht. Die Rotation erfolgt nicht, beziehungsweise der Kill erfolgt nicht und dadurch ist Red Canis in der Lage, den Midlane-Turm for free zu bekommen und sowas ist natürlich katastrophal. Caitlyn funktioniert halt. Selbst wenn sie den Kill bekommen hätten, wäre der Turm gefallen und selbst das wäre nicht worth gewesen. Genau. Also hier drei Leute gruppiert. Wenn du noch einen zur Botlane, die eine Caitlyn beinhaltet, dazu packst, kannst du eigentlich jeden Turm der Welt holen. In dem Fall sind es jetzt 2:1 in Türmen und wir haben sogar einen Goldvorsprung bei den Red Candles. Und das obgleich der gute Napon hier in seinem eigenen Jungle wahrscheinlich seit 10 Minuten kein Camp mehr gesehen hat. Also Chappies muss das Ganze jetzt hier wirklich ein Stück weit carryen. Er hat hier 3 Kills, mehr Farm, hat den Ignite-Vorteil und wir hatten es ja angesprochen, Fiora auch nicht unbedingt die beste Wahl gegen einen Fizz. Hat man jetzt hier schon... Guck mal, der kriegt im 1v2 ins Auge. Aber sowas von. Kann jetzt hier das Ganze dodgen. Schön, der erste Cocoon, der hier trifft. Da ist Caitlyn zur Stelle.
auch der Support ist da. Lulu muss allerdings flashen, hätte Exhaust noch zur Verfügung. Das alles für einen Red Buff. Also ich bin immer großer Freund von Objective-basierten Skirmishes, aber ein Red Buff ist jetzt nicht so das stärkste Objective. Das stimmt tatsächlich. Es ist ein Objective. Die haut jetzt hier nochmal low, hat seine Ult noch. Die will man natürlich aber in so einer Situation ungern benutzen. Tokka ist währenddessen inzwischen am T2-Turm angekommen und da ist niemand, der wird hier ordentlich Damage kriegen. Niemand ist in der Nähe von Bot. Ryze, der ballt sich immer noch nicht. Ryze ist der Einzige, der hier gegen... Ne, wobei Fizz kann es wahrscheinlich auch. Fizz kann es locker. Der kriegt jetzt hier gerade keiner bewegt sich. Ordentlich Damage. Fizz jetzt auf dem Weg, aber der braucht Jahre. Wahrscheinlich fällt der... Na, wobei, er entscheidet sich hier auf Nummer sicher zu gehen, geht jetzt hier zurück, weiß, dass Fizz da im 1v1 doch ziemlich überlegen sein sollte. Aber wahrscheinlich hat der Turm so ein Drittel bis halbes Leben mindestens verloren. Ja. Davon ist auszugehen. Wir haben Gunblade bereits fertiggestellt bei LeBlanc. Dazu noch ein bisschen Magieresistenz dazu. Das ist völlig probat gegen Fizz. Gegen Ryze, gegen Karma. Macht das durchaus Sinn. Wäre ich auch mit einem Abyssal einverstanden. Abyssal, Void Staff, da sehe ich mich. Jetzt hier auch nochmal den Blue Buff bei Level 11 nochmal erreicht. Das ist auch wichtig für die Solo-Lanes jetzt hier. Und währenddessen ist Napon bald bei Level 6. Er hat tatsächlich gar nicht schlecht aufgeholt, was das Level angeht. Nein, er hat gut aufgeholt. Das ist ja das Gute am neuen Jungle, ne? Also, hier wird allerdings Lulu gecatcht. Oh, der Kill geht an Karma. Lucky. Du investierst ein TP 4 gegen 1 gegen eine flashlose Lulu. Gegen den Support. Und der Support kriegt den Kill. Das ist sehr ärgerlich. Man hat hier allerdings immer noch genug Wave Clear mit der Caitlyn. Die hat Hurricane schon fertiggestellt und hier vielleicht sogar die Möglichkeit zu engagen. Fizz Ultimate benutzt. Sehr, sehr schön gemacht von Elise. Das Lapel übrigens relativ useless, weil der Schaden trotzdem durchkommt. Genau. Der Knock-Up und Follow-Up wäre halt nicht da gewesen. Ja. Also du hättest wahrscheinlich nochmal ein Ezreal Q ins Gesicht bekommen. Das vielleicht, also von daher okay-isch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war unglücklich. Easy irgendwie. Ja, Tokka ist nie wirklich versucht wegzukommen. Hier schon das Tokka mit so einem kleinen Brainfart. Kennst du den? Wenn du einfach im Jungle das stehst. Das kenn ich sehr gut, ja. Du stehst einfach im Jungle und denkst dir, was macht denn da Graves? Ich wusste nicht, dass der im Spiel... Und in dem Moment ist schon das der Ryze. Das ungefähr 90% meiner Tode. Ja, ist halt wirklich so. Bei mir, also bei mir ist es halt... Ja, bei dir sind es so 2 pro Game, bei mir 11. Nee, meine KDA ist... Wobei, diese Season ist halt echt gut. Diese Season bin ich gut unterwegs. Und Direwolf versucht aber ich spiele auch nicht. Und ich tilte nicht. Ich glaube, mit hohem Alter ist der Tilt nicht mehr... Ist nicht mehr lass sie einfach nur aussagen. Nee, ich lese einfach Faust weiter. Ah. Schöne Lektüre bei der Solo Queue. Ständlich. Cloud Drake geht jetzt hier an die Direwolves. Gold komplett ausgeglichen. Mhm. Der nächste Drake ist dann auch der Infernal Drake. Und Chappies, ja, der muss hier das Ruder so ein bisschen rumreißen. Ist hier 15 Farm vorn, Level Advantage, 4 Kills. Trinity Force fertig, Ninja Tabis fertig. Fiora hat überhaupt keine Schnitte. LeBlanc auch nicht. Und Tokas ist wieder tot. Ja. Ich verstehe nicht. Warum man hier. Schön gemacht. Warum man hier die LeBlanc in den Fist schickt? Der Fiora-Pick wird Red Canids hier gerade so brutal zum Verhängnis. Ich glaube eher der Napon-Pick. Sind wir mal ehrlich, Fiora hatte sehr, sehr großen Vertrag. Der Vertrag, ja. Ist nicht. Ja, das Early Game ist halt wirklich ungünstig für Lauf. Aber die Frage ist. Das Spiel wurde in der Offseason entschieden. Aber die Frage ist. Die Frage ist, kann eine Fiora, die even ist mit einem Fist, der Ignite hat, trotzdem. Lane. Nein. Ich glaube nicht und das ist halt Problem. Fiora ist halt grundsätzlich ein schlechter Pick. Ich sehe nicht, warum hier, oder was, wann die Fiora den Zeitpunkt erreichen wird, wo sie sagt, ich mache den Fizz kaputt. Vielleicht bei Full Item. Doch, tust du. Nach 3-4 Items mal. Nach 3-4 Items tust du das. Ja? Ja. Okay. Aber bis dahin ist noch eine Weile. Und man hat ja jetzt, bei, wir haben ja gerade angesprochen, bei gleichem Gold ist das bei 3-4 Items der Fall. Aber Chappie ist es hier ungefähr wahrscheinlich. Gute 1000 vorne. 1200 Gold vorne, hat einen Levelvorteil und hat Level. Halt immer noch Ignite. So. Gute 1,5-2 Levelvorteil. Ignite ist halt das Kryptonit von Fiora. Ja. Weil normalerweise sehen wir auch nicht selten, dass Fiora auch Double Lifesteal baut, dass die Revenus Hydra BT baut voll. Im Endgame oder voll. So. Das gerade halt gerade in der Speedpush-Variante hast du es halt immer. Du hast immer Revenus Hydra, dann Black Cleaver und in dem Fall wird es wahrscheinlich jetzt sogar sowas wie ein Hextrinker werden. Und dann baust du BT. Ja, BT. BD, Blutdürster. Robo jetzt hier am Kollapsen. Red Canis ist draußen. Gefühlt null Vision-Kontrolle. Sollten die aber wegkommen, nevermind. Flash aber raus und Chappies sagt sich, I don't care. Oh, Fiora, kommt ihr nochmal? Ah.
Aber Chappies wird hier wahrscheinlich fallen, ne? Bon gibt den Kill nicht, sondern... Ah! Biotit hat hier nochmal halbes Leben verloren. Von einem 200 HP. Komm, stark! Nicht guter Snipe von King. Somit also alles in allem 2-1 Trade. Es sei denn, es geht hier nicht nochmal schön aus. Smite. Gutes Smite nochmal hier benutzt. Es ist Ryze allerdings unter Gefahr. Das wird von Nappon richtig aus. Nappon ist ja komplett im Solo-Carry-Modus. Feier. Also jeder, der hier auch nur ansatzweise kritisieren wollen würde, was Nappon in dieser Partie geleistet hat, der wird jetzt eines bitteren Fehler. 70 Farm sind ja auch nichts. 70 Farm Unterschied macht keinen Unterschied. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Layout wieder komplett out. Der hat nach. Warum hat er nach unten gezogen? Er hat einfach nach oben laufen können. Er hat sie ja gesehen. Die S-Roll aber auch schön gemacht an der Stelle. Ging da mit ging halt direkt in die einzige Escape-Route rein. Also ja, in die Route back into base. Das stark gemacht. Dann hier das Smite nochmal gut von Shunfire. Fundix sind aber vom Flash-Cocoon von Nappon getroffen. Keine Chance. Overall 2-2 Trade. Direwolf 600 Gold. Vorn stehen hier wieder. Nicht schlecht da. 40 Farm Unterschied allerdings auf der ADC-Position. 70 Farm Unterschied allerdings im Jungle. Das stimmt. 2 Level, 70 Farm. Ich würde jetzt gerne mal gleich die Goldwerte sehen. Also meine Vermutung ist, dass Tokas wahrscheinlich so... Safe Gold 2000. Tokas ist wahrscheinlich so 400-500 Gold von. BRTT ist wahrscheinlich so auch 500 Gold, 600 Gold von. Toplane ist Chappies wahrscheinlich echt so 1500 Gold mindestens von. Und im Jungle wahrscheinlich auch so 1000 Gold, 1500. Na, 1000 wahrscheinlich ungefähr. Schauen wir mal. Gut, er hat 3 Kills. Wie siehst du hier Late-Game-Technik vorne? Ich glaube, beide Teams haben. Beide Teams haben sehr durchwachsen Late-Game, oder? Beide Teams haben ein Late-Game. Ich empfinde Fiora stärker als Fizz. Gerade mit dieser Full-Tank-After-Triforce-Variante. Graves aber definitiv stärker als Elise. Graves ist definitiv stärker als Elise. Wir haben LeBlanc und Ryze, die eher in Richtung Ryze tendieren. Das war schwer. Ich glaube, da hängt es stark vom LeBlanc-Spieler ab. Die out wieder out of position. Und ja, das ist ein Fizz, der ein Item into Tank baut und gerade den Supporter one-shottet, aber jetzt hier selber natürlich wieder von dem absoluten Hard-Carry von Nappon hier fast, aber auch nur fast gecatcht wird. BRTT kriegt währenddessen nochmal eine volle Grave-Sattung ins Gesicht und man kann sich hier, obwohl man Chappies fast bekommen hat, den Turm nicht mehr halten. Na klar, Überzahlsituation 5 gegen 4. Genau, Fiora ohnehin in der Botlane unterwegs. Da muss jetzt Fizz hingeschickt werden, um das Ganze zu verteidigen. Fiora macht das sehr, sehr gut. Kommt da farmtechnisch wieder ran, kommt auch leveltechnisch wieder ran. War bis eben noch 2 Level hinten. Wie soll das denn gehen? Team-Gold-Unterschied ca. 700 Gold? Ja, der Gold-Unterschied insgesamt ist nicht so groß, weil Caitlyn halt super weit vorne ist. Oh, Fiora divet jetzt hier in den Fizz. Das ist gewagt, wenn man 2 Level hinten ist. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ja, es geht in Richtung interessant. Es geht in Richtung äußerst interessant. Dieses Spiel geht in Richtung konfus. Das Spiel geht in Richtung... In welche Richtung geht es? Genau, ich glaube, stimme ich dir zu. Wenn man quasi auf einer Karte dieses Spiel sehen würde, wäre das einfach so, als ob ein betrunkener Mann versucht, durch einen dunklen Garten zu irren. Genau. Links, rechts, dreimal hingefallen, links gekotzt, rechts gekotzt und dann auf der Bank eingeschlafen. 20 Minuten noch im Graben geschlafen. Genau. Richtig. Tokas jetzt hier mit Problemen. Weiß, also anscheinend doch noch relativ effektiv gegen... Es ist aber deutlich skillintensiver. Hier sehen wir nochmal, wie es dazu kommen konnte, dass Caitlyn hier das BRTT abgeholt wird. Das ist einfach nur Bronze durch Ryze. So, das ist Lektion für euch, okay? Schaut auf die Minimap ganz schnell, bevor es weg ist. Im rechten Busch ist ein Ward von euch, im linken nicht. Das heißt, rechts wisst ihr, dass niemand ist, links nicht. Also bewegt ihr euch auf der rechten Seite und nicht warum? Auf der linken Seite. Warum? Das ist eine gute Frage. Fernal Drake geht jetzt hier an die Direwolves und ja. Warum? Red Canids, die versauen sich gerade das Spiel so ein bisschen selber. Und man darf ja nicht vergessen, für Red Canids geht es hier nicht nur um ein bisschen was, für die geht es um alles. Die geht um alles! Vor heimischem Publikum! Die blamieren sich hier gerade echt ein Stück weit. Schauen wir mal. BRTT inzwischen mit dem 2-Item-Spike. Gegen Minute 24 immer noch kein Mugamana. Aber diesmal wird es wahrscheinlich so 25. Minute genau. Fertig sein. Also immer noch 6 Minuten unter dem, was er davor gemacht hat. Alles schon schön. Shunfire mit einer sehr, sehr guten Partie. Eben auf Ivan eine gute Partie gemacht. Hier auf Graves auch. Fantastisches Early Game. Definitiv. Also wir wollen mal bitte von. Interessantes Early Game. Interessantes Early Game und dann sehr, sehr gutes Early Mid Game. Das, ich denke mal, so kann man das, so würde ich das unterschreiben. Turmtechnisch haben wir dafür die Direwolves einen Vorteil. Das erklärt auch den geringen Goldvorteil, der jetzt in Richtung 3000 geht. Wir müssen uns aber wirklich einfach mal damit befassen, was ist denn hier die Winning Condition von den Red Canids?
Du hast angesprochen, ab 4 Items ist die Fiora im Split-Push überlegen. Genau. Die Botlane outscaled ohnehin. 4 Items ist aber trotzdem ein sehr, sehr langer Weg. Optimistischer Weg. Dann hast du eine Elise, die ein Stun-Bot wird. Genau. Mehr nicht. Du hast eine Caitlyn Lulu kommt, die das Spiel drehen muss. Weil stärker, du hast angesprochen. Auf beiden Positionen stärker als... Ezreal hat auch als, inzwischen kein schlechtes Late-Games-Gegner, das darf man nicht vergessen. Also Ezreal ist alles andere als schlecht, gerade gegen... Aber Caitlyn ist halt... Caitlyn ist halt insane. Caitlyn ist halt 80% insane. Crit. Das stimmt. Caitlyn ist halt bam, bam, crit, gute Nacht. Ja, das stimmt. Keine Chance für einen Ezreal da im 1 gegen 1 irgendwas zu machen, selbst mit dem größten Outplay nicht. Und auch im Teamfight hast du konstanteren Damage mit einer Caitlyn, die Hurricane 80% Crit hat. Das heißt, für Direwolves kommt jetzt da... Also jetzt gerade sind wir auch in der Situation, Ezreal hat seine 2,5 Items, Caitlyn hat die 2,5 Items. Jetzt Ezreal stärker. Ezreal müsste jetzt massiv stärker sein. Wenn er voll gestackt ist. Wenn er voll gestackt ist, wenn er... Ja genau, stimmt. Ist er immer noch nicht Minute 25. Er hat die Träne relativ früh gehabt, was er jetzt hier... Warum er so spät gestackt ist, einfach nur, weil er nicht spammt. Er spammt Q nicht genug, sonst hast du Minute 25 deine Träne easy Safe fertig. Call. Safe call. Jetzt kommt hier auch nochmal Caitlyn Ult durch. 15 Minuten für eine Tier nur mit Q ist möglich. Ja. Nicht nur möglich, sondern erwartet. Sollte hier jeden Moment fertig gesteckt sein, sind wir mal ehrlich. Definitiv. So, also du hast jetzt gerade den stärkeren Spike auf dem ADC. Du hast gerade einen Toplaner, der im Split-Push massiv überlegen ist, gegen den niemand verteidigen kann im 1v1 theoretisch. Du hast gerade den Jungler, der immer noch 70 Farm, Level und halt generell massiv vorne ist und auch besser performt aktuell. Das heißt für Direwolves, dass sie das Spiel jetzt closen müssen, zumindest Vorteile sich erarbeiten müssen, die in Richtung spielentscheidend gehen. Sie sind 3.500 Gold vorn, das ist ein guter Wert. BRTT lässt sich hier gerade ein bisschen catchen. Caitlyn! Schön gemacht, aber da wird er nicht wegkommen. Oder Chappies. Ja, keine Chance für ihn. Stark gemacht, oh, aber oh, die Red Cannons verlieren es jetzt. Genau sowas, sowas braucht Direwolves jetzt hier. Ab zum Baron. Von mir aus auch nur baiten. Es ist noch ein 50-50 Baron, das ist natürlich riskant. Einfach baiten und dann den Engage suchen. Ohne Caitlyn, ohne Lulu läuft zu Red Cannons nicht ganz so gut. Haben hier keinen Erddrachen, ist aber auch nicht so wichtig. Währenddessen lässt sich Chappies ein bisschen catchen. Wobei, nee, wer ist hier, der gecatcht ist, die Frage. Meine Güte, ist der Schaden hoch. Du bist hier nicht... Napon ist hier mit nirgendwo, mit niemandem eingesperrt. Der Baron müsste eigentlich free sein. Nein, Napon, safe call. Chappies darf... Warum ist Chappies über die Wand gesprungen? Chappies muss ihn einfach wegzonen. Einer muss... Oh safe call. Safe call. Napon. Napon. MVP. Geht man den 50-50? Ich hab's gecallt. Ich hab's gecallt. Macht keinen Sinn. Tut mir leid, aber ich hab's gecallt, weil es obvious war. Napon ist ein Jungle-Gott. Napon ist der Grund, warum RED überhaupt noch im Spiel ist. Und das war ein Safe Call, dass er den stillt. Das Einzige, was Direwolf hier gerade hätte machen müssen, ist irgendjemand abstellen, der die Elise wegzoned. Der Fizz war da, wo Elise ist. Er hätte einfach nur weiter traden müssen. Nein, du kannst nicht gegen Napon traden. Das stimmt. Es ist nicht möglich. Das stimmt tatsächlich. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Ja. Du kannst nicht gegen ihn traden, weil du musst 3 Leute investieren, um ihn vom Pit fernzuhalten. Das kenne ich, das kenne ich. 3 bis 4 Leute. Dann kannst du aber den Baron nicht mehr machen, weil du dann 3, 4 Leute auf Napon hast. Safe. Also musst du Napon alleine lassen und damit geht er hier Safe Call rein und holt den Baron. Also Napon ist. Das Might Steal war stark gemacht, so das darf man jetzt nicht. Eine absolute Legende. Unterschätzen, das war wirklich. Guck ihn dir an. Sieht so eine Person aus, die Gnade mit dir hat? Nein. Trotzdem, Red Cannon ist natürlich weiterhin nicht der optimalsten Position. Weiterhin die Pressure komplett auf der Seite von den Direwolves. Aber. Dieser Baron erkauft wichtige Zeit für die Red Cannons, um die Fiora scalen zu lassen, tödlich wichtig. Hätten die hier den Baron geholt, dann wäre das sehr, sehr eng geworden. Das wäre vielleicht Game geworden, weil den Fizz im Split-Push mit einem Baron hätte Fiora noch 10-mal weniger aufhalten können. Jetzt geht es in Richtung Geistessicht. Wichtig auch nochmal, um den Magic Damage ein bisschen zu reduzieren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Direwolves darauf antwortet. Haben hier nach dem fraglichen Early Game eigentlich echt gut ins Spiel gefunden, aber so einen absolut fahrlässigen Fehler jetzt gemacht, der sie vielleicht wirklich komplett rauswirft. Sie sind immer noch goldtechnisch sehr weit vorne. Also 3000 Gold, was heißt sehr weit? 3000 Gold ist okay. Sie haben immer noch den einen Infernal Drake. Können sie jetzt noch einen zweiten ihrer Sammlung hinzufügen, allerdings darf man sie jetzt hier nicht catchen lassen als Graves. Ansonsten geht nämlich dieser in 15 Sekunden spawnende Infernal an Red Candles und das wäre super wichtig. Fiora im Split-Push. Die geben den auf.
Den Infernal. Warum ist hier Teleport? Irgendwie war ein Backport. Hier ist Botlane, damit Fist da nicht hingeht. Okay. Man gibt den Infernal tatsächlich for free auf. Und das finde ich riskant. Das finde ich. Man hat seitens Direwolves keine Tanks. Man hat ein 5-Damage-Team. Das heißt, alle 5 werden von diesem Buff profitieren. Natürlich kann man nicht so viel, weil die nicht auf AP geht. Aber Fist, Graves, Ryze, Ezreal, die freuen sich über diesen zweiten Infernal massiv. Natürlich sehen wir nochmal das Publikum vielleicht ein bisschen biased. Parteiisch, ja. Leicht parteiisch. Leicht parteiisch, aber das liegt primär an Napon. Okay, schade, jetzt haben sie gerade aufgehört. Unlucky. Das liegt primär an Napon natürlich. Absoluter Fanfavorit. Den Mann, hier. Den du vergessen hast. Wo ja. Du mir noch am Anfang sagen wolltest, dass er gar nicht mitgespielt hat. Wie kannst du diesen Namen, wirst du den Namen Napon jemals wieder vergessen? Nein. Nein, nein, wirklich nicht. Absolut Safe Call. Nicht. Das gilt übrigens auch für alle, die hier gerade zuschauen. Napon. Jemand gesehen und Napon Vision hätte auch. Er hat gerade ein Ward gestellt und dadurch dann rein. Hier geflasht werden. Napon wieder da. Schönes Repel. Bei Ryze ist es auch wichtig, dass du die Schilde so benutzt, dass sie nichts blocken, damit sie beeindruckend aussehen. Das ist ja. Halt einfach ja. Nur wie Muskeln flexen. So. Du musst halt einfach nur zeigen, ja. Was du hast. Genau. Es ist völlig also egal. Es ist egal, ob du 100 Kilo drücken kannst. Genau. Es muss nur aussehen, genau, ob du 100 Kilo drücken kannst. Oh. Hier jetzt allerdings. Oh, 1 gegen 1. Und da ist natürlich keine Chance da. Victory Zone geprockt. Shutdown auf Graves. Und Robo. Oh. Fisch Mist, aber das sollte trotzdem geschehene Sache sein. Lulu kommt hinzu. Ultimate geht nochmal rein. Fizz muss sich jetzt verziehen. Oh, 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 das macht er. Das ist doch Klatsch. Das kann doch nicht sein. Der klatscht das. Nein, der klatscht das nicht. Ezreal ist da. Vier Mann. Oh, der macht braucht man hier, um Robo klein zu halten. Und das könnte gerade der Schicksalsschlag für Direwolf sein. Das sind zwei Türme, die in der Zeit verloren haben. Vier Leute in der Rotation, um Fiora zu stoppen. Und BRTT denkt sich, ja, GG, ich push einfach weiter. Selbiges gilt für LeBlanc. Also Red Canis jetzt hier gerade 3000 Gold gut gemacht. Ich kann aber auch wieder das Decision-Making von Direwolves nicht nachvollziehen. Sie haben einen gefeedeten Fizz, der für 30 Minuten Fiora im 1v1 auseinandergenommen hat. Und dann schickst du den Graves runter auf die Lane gegen die Fiora. Ich kann es nicht verstehen. Klar, er hat jetzt gerade noch wichtige Zeit rausgeholt. Der Fisch dann geht ins Nichts. Mit dem Fisch wäre das Ganze um einiges eindeutiger gewesen, weil man darf nicht vergessen, auch für einen Toplane-Fizz ist der Fisch nicht unwichtig. Der W war raus vom Fiora, der extra nämlich wäre am Start gewesen. Genau. Das wird jetzt ein sehr interessantes Game. Die zwei Infernal Drakes, die sind natürlich immer noch ärgerlich. Und endlich sehen wir mal das Gold. So. Jungle, Shurnfire, nur noch 1000 Gold vorn. Toplane 1300 Gold. Unterschied Midlane. Even ADC 1600 Gold auf dem Late-Game-Carry mehr. Das ist fast ein ganzes Crit-Item. Bin mir noch nicht sicher, was er jetzt gerade für Items. Ich glaube, er hat schon zwei Crit. Ja, er hat 80% Crit, er hat QSS, er hat das Phantom Dancer. Er wird nicht mehr sterben und er macht aber sowas von jedem weg hier gerade. Ja. Direwolves kann nicht mehr teamfighten. Nein. Wenn Caitlyn in der Nähe ist, können die nicht mehr teamfighten. Fizz kann sich nicht einer Caitlyn nähern. Caitlyn hat Outplay-Potenzial, BRTT hat Outplay-Potenzial. Weiß nicht, jetzt hier zum Disengagen benutzt, da hat LeBlancs Klon auf jeden Fall die Ehrfurcht ausgelöst. Botlane, Chappies wieder am Start bei Level 18 und Robo jetzt so langsam aber sicher in der Situation, wo er durchaus das 1v1 auch für sich entscheiden kann. Hat jetzt hier drei Items, dreieinhalb Items, geht trotz des Ignites als nächstes auf. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist kein Ignite. Chappies, du verlierst das. Du hast kein Ignite. Graves ja, aber ist da, aber Graves ist egal. Da. Teleport kommt jetzt rein. Schön den Fisch wieder geblockt. Und Robo denkt sich, mein Freund, du hast mich 30 Minuten lang durch die Lane geschubst. Jetzt ist Payback. Und jetzt gibt's auf die Mütze. Stark gemacht hier an der Stelle von Robo. Und obwohl er hier, wie du schon erwähnt hast, im Early Game so hart kassiert hat. Aber währenddessen so BRT einfach brillant. Er denkt sich, vorne, ich bin Caitlyn. Ich habe sehr viele Attack-Speed. Ich kann einfach Türme rechts klicken. Soll ich? Ja, ja. Mach du mal ein paar Rechtsklick auf die Türme, das passt schon. Aber wieder das Decision-Making von Direwolves. Du hast Ignite auf Cooldown gegen eine Fiora, die ihre Ult hat, die Geiste sich hat, die eine Ravenous Hydra hat, die noch einen Vamp-Scepter baut. Du kannst die nicht ohne Ignite traden. Und jetzt gehen sie wieder hier im 2 gegen 1. King geht hier rein. Das schafft King. Oh, er hat den Q nicht getroffen! Robo, du Gott! Das ist aber auch schlecht von King. Ja. Robo jetzt hier abgeholt, aber BRTT weiterhin mit der rechten Maustaste durchgehämmert. Inhib Toplane ist gefallen. Red damit jetzt 3000 Gold vorn und ja, jetzt ist Direwolf in einer unlösbaren Situation, weil ihr Toplaner, der die ganze Zeit das Spiel für sie gecarried hat,
das 1v1 verliert. Ja. Der ADC massiv outscaled wird. Der Midlaner immer noch gut im Game ist, aber ein absoluter Non-Faktor war bisher. Und Churnfire, ja, der spielt gut, aber der macht jetzt hier auch nicht mehr den Unterschied. Nein. Nein. Bin ich mal gespannt. Das müsste Red Cannons eigentlich jetzt in der Tasche haben. Und das, obwohl die 7 Kills hinten sind. Es ist wieder super close. Es ist immer noch super close. Ja. Vom Gold hier müsst ihr überlegen, dass die zwei Infernal Drakes mehr in Stats wert sind, als es diese 2000 sind. Das heißt, ja, theoretisch liegen sogar die Dire Wolves vorne, wenn es um den Wert ihrer Stats geht. Ja. Ihre Teamkombi ist nur schlechter. Und ihr Jungler. Weil wir haben immer noch Napon. Natürlich, jeder Jungler ist schlechter als Napon. Würde auch Peanut alt aussehen. Man hört es halt nochmal. Aber das Publikum ist auf jeden Fall da. Publikum, man könnte hier leicht davon ausgehen, dass man ein wenig Partei ergreifen könnte bei Heimpublikum. Nächster Drake, ein Elder Drake. Caitlyn jetzt auch fast Full Item Build, hat jetzt hier mit dem Skimitar auch nochmal mehr Lifesteal am Start und das ist ein Verzweiflungs-Baron und den müssen sie machen. Den müssen sie machen, aber gegen Napon und Baron zu machen. Das ist gefährlich. Das ist halt Suizid. Ja, Napon, tu es! Safe Call. Nummer 2! Safe Call. Nummer 2! Safe Call! Oh du wie bist ein Gott! Das? Napon, oh heilige Kacke! Ah. Napon, willst du mich eigentlich verarschen? Oh Gott. Safe Call! Easy! Aber der Fight danach sieht katastrophal aus! Ist doch scheißegal! Drei Leute abgeholt! Robo denkt sich, ist mir egal, ich habe einen Baron Buff. Danke, Napon. Der Smite von Schirnfeuer, sagen wir mal optimal dazu. Jetzt aber die Bewegung sofort Richtung Elder Drake. Das war unmöglich. Chappies muss hier porten, damit der Turm nicht fällt. Fällt aber vielleicht trotzdem. Der Drake ist absolut free. Die Frage ist nur da, auf der linken Seite, wie geht dieses 1v1 aus? Schaltet rum, Kamera! Fissert Ignite schon draußen. Fior geht wieder rein. Das ist close. Aber das Team kommt von hinten. Grace kommt von hinten. Robo muss jetzt zurückziehen. Feeding Time, mein Freund. Oh Gott! Peng. Oh, Chappies kriegt den Kill auch noch durch den W-Proc. Das ist also so close, das Game. Damit das also ist so close. Red Cannons 4 Kills abgegeben, einen Elder Drake abgegeben. Ja. Napon den Baron zum zweiten Mal gestealt. Diesmal war es aber auch wirklich genappon. Den Baron genappon. Das wollen wir bitte als neues Wort einbringen. Jedes Mal, wenn ihr jetzt in Solo Queue einen Baron stealt oder. Genappon. Den habe ich einfach weggenappon. Einfach mal geschmeidig weggenappon, den Baron. Insane auf jeden Fall. Aber da frage ich mich auch ein bisschen, warum sind denn alle anderen noch gestorben? Napon, du brauchst doch nicht. Du kannst doch Napon alleine zum Baron gehen lassen. Du ja, weißt das doch, was ist halt passiert. Auch so. Du weißt, du das ist ja kein 50-50, das ist 50 Napon. Das ist ein 50 Napon. Also der Napon geht rein, zieht den Baron und stirbt. Und dann reißt er seine Arme hoch und du kannst mit 4 Leuten die Botlane pushen. Ja, genau. Das ist der Call, den du hier machen musst. Schauen wir mal. Red Cannons, du hast angesprochen. Immer noch nicht hier safe weiter. Sind 300 Gold vorn, 200 Gold, das ist gar nicht vorn, die sind absolut even im Gold, haben jetzt hier einen Baron Buff, mit dem sie nicht wirklich viel anfangen können. Hat überhaupt noch jemand den Buff? Ja, nur Tokkas, der geht jetzt auf die Sidelane, hat sein TP gleich wieder ready, währenddessen pusht Direwolves die Midlane rein, Caitlyn bald Full Item Build, nur noch der Lord Dominix muss ausgebaut werden. Und trotzdem, Direwolves jetzt hier gerade aggressiv am Pushen, natürlich kannst du nicht gegen den Double Infernal Elder Drake fighten. Und das weiß Red Cannons, die müssen die Minions clearen und die kriegen das nicht hin. Was bedeutet, dass es jetzt hier den Ende bedeutet. Ja. For free. Oh, Tokkas gerade frisch aus der Base, fast weggecrittet. Chippies dachte, das ist sein Redemption. Ignite allerdings rausgekommen. Nee, es war kein Ignite. Nee, das ist einfach nur Elder Drake gewesen. Ja. Sieht aus wie Ignite. Alles gut. Oh, jetzt kommt die Rise zum Disengage. Man will hier Robo catchen. Der Fisch ist nicht ready, aber das ist egal. Oder ist es das? Jetzt ist Red Cannons am Start. Robo lebt immer noch. Robo oh lebt Gott. Immer noch. Jetzt ist er down. Flash, Crit, Auto-Attack von Schirnfeuer. Und das wird jetzt richtig gefährlich für Red Cannons. Wenn die jetzt hier noch 1-2 Mann verlieren, dann ist das Spiel vorbei. Der Elder Drake, der hält nicht mehr lange. Aber er hat den Schaden bereits angerichtet. Doch, erstaunlich, wie wenig Impact bislang BRTT auf die Teamfights hatte. Obwohl er fast Full Item Build ist. Obwohl er fast Full Item Build ist. Wobei man muss auch dazu sagen, es gab ja wenig wirkliche Teamfights. Das hier gerade war gerade ein Push mit einem Elder Drake und 2 Infernals. Da willst du ja auch nicht fighten. Ja. Das ist korrekt.
Ja, hier auch nochmal ganz wichtig. Es ist aber nicht so, dass Napon dann stirbt, weil die Gegner das gut machen, sondern weil Napon das will. Ja. Er ist ein Märtyrer. Wenn du den Baron stealst und rauskommst, dann hast du den Baron gestealt. Wenn du den Baron stealst und stirbst, dann bist du Napon. Das ist korrekt. Genapphund. Das ist Jugendwort des Jahres 2017. League of Legends Dictionary muss das in Zukunft eingeführt werden. Napponisiert. Der Insec. Ja. Es gibt den Insec, den Dire Splash. Den X-Packe. Den X-Packe und den Napon. Und den Napon. Ging jetzt aber auch bald Full-Item-Build. Hat natürlich mit Blade und Trinity Force einen denkbar teuren Item-Build. Mortal Reminder ist es auch geworden bei... Ja, TT macht natürlich Sinn. Wir haben 3 Blades bei Direwolves. Ja. Ein Redemption. Da macht ein Mod Reminder natürlich Sinn. Und wir haben ja auch nicht so viele HP bei denen. Also sind wir mal ehrlich. Jetzt wird's interessant. Hier sind beide Teams nahezu Full Item Build. Wobei, bei Tokas fehlt noch ein ganzes Item. 22 zu 10 halt in Kills. Und die 2 Infernal Drakes werden jetzt richtig wehtun. Das sind nochmal 10.000 Gold in Stats. Wenn ich schätzen müsste. Aber der Kollege hier, der könnte den Unterschied machen. Hat bisher mit 4-8 jetzt vielleicht nicht die besten Stats, aber eigentlich, was Mechanics angeht, ziemlich viel drauf. Gewagte Aussage, aber ich würde dem zustimmen. Mit dem Catch-Versuch. Der Druck ist natürlich denkbar hoch. Ein Teamfight wird das Spiel entscheiden. Der nächste Teamfight entscheidet. Ein Teamfight entscheidet, ob Red Canids noch die Chance aufs Weiterkommen hat oder ob sie hier noch vor ihrem letzten Spiel auf Home Turf vor ihrer Home Crowd rausfliegen. Das wäre natürlich denkbar tragisch. Frage ist nur, wer lässt sich jetzt hier catchen? Chappies! So, hat das gerochen. Den Ward hier platziert. Kann dementsprechend ungeschoren zur Botlane laufen. Pick kann schon entscheiden. Lässt sich jetzt hier irgendjemand picken und ist out of position. Kann es das schon gewesen sein? Ganz enge Kiste. Also die großen Probleme für Red Canids sind, dass Tokas useless ist aktuell. Ja. Und Napon. Napon verliert stark an Nutzen, wenn der Baron auf Cooldown ist. Ja. Napon verliert auch stark an Nutzen, wenn Red in der Position ist, wo sie den Baron machen wollen. Ja. Napon wird nur dann zum Gamechanger, er muss wenn quasi vier wenn, Leute die Botlane pushen. Wenn sein Team den Baron macht, muss er quasi außen rumlaufen und rüberflashen, um den Baron noch zu bekommen. Genau. Weil sonst geht das nicht. Also safe zu bekommen. Oh mein Gott, die sind schon wieder out of position. Napon jetzt hier natürlich nicht in der Lage, seinen Supporter zu carryen, wie er es sonst tut. Aber währenddessen Fiora in der Botlane unterwegs. Und da muss jetzt ein Teleport kommen. Tokas, wie schon erwähnt, mit wenig Impact. Die Frage ist, kann man sich aufgrund dieser Überzahlsituation vielleicht den Baron holen. Chappies jetzt hier mit Sonias. Why? Oh mein Gott, das tat weh. Chappies hat gar keine Chance mehr hier. Geht jetzt aber trotzdem rein. Hat seinen Fisch nicht zur Verfügung. Graves ist auf dem Weg. Jetzt ist das ganze Team am Start. Ja, Robo hat sich wieder ein bisschen verschätzt. Das ist der Baron für... Nein, 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 nein. Das ist der Baron für Napon. Das ist der Baron. Das ist der Plan von Red. Ja. Die sterben jetzt hier mit Absicht. Baiten Direwolves zum Baron, damit Napon den ein drittes Mal stehlen kann. Und der macht den Hattrick perfekt. Ich schwöre bei Gott, wenn er den dritten Baron stealt, dann lasse ich mir ein T-Shirt drucken. Tätowiere ich mir Napon auf die Stirn. Sag das lieber nicht. Weil dann tätowiere ich mir nicht Napon auf die Stirn. Sehr gut, dann machen wir uns T-Shirts. Ich glaube, das ist deutlich besser, als das sie ja auf die Stirn zu tätowieren. Ja, also. Safe Call. Wenn er den jetzt holt, dann lasse ich mir Baron mit Napon auf ein T-Shirt drucken. Napon! Lauf zum. Er ist nicht Richtung Baron gelaufen. Napon. Tu es. Napon, wo bist du? Napon! Ich muss sagen, ich glaube, wir sind jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo Sterben für einen Baron-Buff nicht mehr worth wäre. Deswegen hat Napon das nicht gemacht. Das ist der einzige Grund, warum er den jetzt hier gerade nicht gestealt hat. Jungs, ich bin zu wichtig. Natürlich. Ich kann hier nicht raus. So, und jetzt wird's interessant. Direwolf kriegen jetzt hier definitiv den T2-Turret, aber kriegen sie hier 2 Inhibs? Die sind 6.000 Gold vorn. Infernal Drake immer noch im Konto. Oh, die fallen nicht optimal gestellt. Man kann durchlaufen. Oh. Man kann es, aber man muss es nicht. Man kann auch als ADC einfach mal reinlaufen. Interessant. Man geht in die Basis. King hat höchstwahrscheinlich seinen Skimitar jetzt fertig. Ja. Ryze hat auch Full-Item-Build. Also jetzt ist wirklich der individuelle Skill und vor allem die Nerven gefragt.
Full-Item-Bild. Überall. Aber King reicht's noch nicht ganz. Er snackt sich gerade nochmal den Gromp. Jetzt reicht's höchstwahrscheinlich. Arden Sensor auch bei beiden ADC. BRTT muss das jetzt durchcarryen. BRTT hat das ganze Spiel lang PvE gespielt. Schön jeden Gegner ausgewichen und Richtung Turm gelaufen. Schön zum Gromp die nächste Quest abgeholt. Ja. So, und jetzt ist er Full-Item-Bild. Jetzt muss er das hier carryen. Ja, es gibt keine Möglichkeit. Weil alle anderen, Elise und, also nicht alle, aber Elise und LeBlanc, die sind jetzt super hart abgefallen, ja? Nappon hat das ganze Spiel solo gecarried und hat jetzt das Zepter an BRTT übergereicht. Nappon denkt sich, mein Freund, was, aber mein Freund, du musst alleine nach Mordor. Ich kann dir nicht mehr helfen. Und okay, das jetzt anvisiert. Und das ist zwar der richtige Call, hier den Turret zu holen, aber ist für Red inzwischen nicht mehr so tragisch, weil das Gold irrelevant ist. Also 7000 Gold-Differenz ist nicht mehr so wichtig. Wobei Tokkas immer noch nicht Full-Item-Build hat. Der ist komplett useless jetzt hier. Und man hat es nicht geschafft, rechtzeitig die Traps aufzubauen. Man verliert jetzt hier den unteren Inhib einfach so. Mittlerer Inhib steht auch offen. Man muss den Fight jetzt suchen. Wenn man zwei Inhibs verliert, kann Direwolf das runterspielen. Fisch trifft auf Nappon, dem wichtigsten Ziel. Chubby ein bisschen out of position, muss jetzt hier aufpassen. Oh, da kommen die Crits jetzt reingehagelt von Caitlyn. Die muss das auch machen, die muss jetzt hier carryen. Oh, Tokkas, wie gesagt, komplett useless. Tokkas sollte Tank bauen. Und sich vor BRTT, nee, vor Nappon stellen. Ja. Und die Fizzles blocken. Und die Fizzles abfangen. King mit 4-1-10 natürlich KDA-technisch auch gut aufgestellt hier. Full-Item-Build jetzt inzwischen, Skimitar nochmal am Start. Aber wie schon erwähnt, wenig Champions können mit einem Late-Game-Potenzial von Caitlyn, vor allem mit einer Lulu im Nacken, mithalten. Also das ist the dream. Caitlyn mit Lulu an Sensor. Ja, holy moly. Das ist halt, normalerweise ist da nicht viel dran zu machen. Hier wird die Mitte jetzt runtergepusht. Währenddessen das Team aus Brasilien von der Flanke. Tokkas geht rein, ist useless wie immer. Jetzt tatsächlich aufpassen. Das ist der zweite Inhibitor, der jetzt hier fallen wird. Das kann man nicht verhindern. Und jetzt muss man fighten, ansonsten verliert man das Spiel. Wo gehen die denn hin? Oh, die zum Elder Drake. Zum Elder Drake Nummer 2, stimmt. Und die können jetzt einfach mit der Uhr spielen. Die können jetzt einfach mit der Zeit spielen. Botlane pusht nämlich. Die ziehen das zwar durch. Und Nappon ist nicht zur Stelle. Das ist gefährlich, aber Nappon ist nicht da. Wenn, ich lege mich fest, wenn Direwolves das jetzt gut. Dire lässt sich zum 11. Mal catchen. Das ist Game. Das ist Game. Das Game. Oh mein Gott, Shamfire flasht hier rein, wird abgeholt. Währenddessen aber BRTT down. Das ist Game. Das ist Game. Was ist mit BRTT passiert? Er hat noch Flash. Chippy ist Legendary. Direwolves gewinnt das Spiel. Und Red Canids im Heimspiel gegen Direwolves kassiert, eliminiert und gedemütigt. Nappon konnte sein Team hier nicht carryen. Tragisch. Man hätte vielleicht beim Elder Drake nochmal auf den Flash Nappon gehen können. Den Teamfight muss ich mir nochmal angucken. Also klar, es ist ein Teamfight gegen Double Infernal mit Elder. In der 50. Minute. So, aber warum suchst du den Fight dann auch? Ja. Das hat sich Red Canids komplett selber versaut, das Spiel. Die haben das komplett alleine verloren. Im Early Game teilweise katastrophales Decision Making gehabt. Ja. Mehrfach brutal catchen lassen. Dieout vor allem hier zum 80. Mal einfach out of position. Sich auf der Lulu immer und immer wieder catchen lassen. Tragisch. Und ja, es hätte das epische Spiel werden können im nächsten Game. Red Canids gegen Supermassive, in dem es um alles geht. Aber stattdessen haben die Direwolves hier Red Canids das früher ausbeschert. Ja. Trotzdem natürlich die Zuschauer weiterhin hier angefeuert. Finde ich sehr gut. Aber ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und den letzten Tiefen muss ich mal gucken, was ist mit BRTT passiert? Wie ist er da gestorben? Mit Klar, wie gesagt, also wie gesagt, den Teamfight zu forcieren, da überhaupt. Beim Elder Drake musst du dir sagen, entweder wir sind rechtzeitig da, um ihn zu contesten, oder wir sind nicht mal in der Nähe. Ja. Klar, das Spiel gegen den Elder Drake, den letzten Inhib gegen den Elder Drake zu deffen, ist auch sehr schwer. Aber es ist immer noch mehr möglich als das, was da gemacht ist. Es ist mehr möglich, als einfach einen offenen Fight zu suchen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich nochmal die Replays dann sehen. Denn das war. Ja, erstmal das Early Game natürlich, das war auch interessant. Da hat hier Flash Nappon. Was das hier war, das war wunderbar von Nappon. Schön, wollt ihr auch die XP noch haben? Ja. Das Blatt dann hier direkt der nächste. Also sie haben sogar dieses 5-Minuten-Play ausgelassen. Ist vielleicht besser für unsere Augen. Nappon hier interessanterweise getötet worden. Ich bin mir nicht sicher, stark. Wie das möglich ist. Vielleicht, weil er 2 Level behind war. Ja. So, und dann springen wir auch schon direkt in die 20. Minute.
Es ist halt viel passiert in dem Game. Du kannst ja nicht 20 Minuten Replays zeigen. Chappie ist hier. Vor allem den Schaden jetzt hier. Er hat 100 Leben und zieht hier Beatiti nochmal auf HP. Aber das ist schon nicht so nett. Er ist ulti schön gemacht. Dyot für mich so ein bisschen der Schwachpunkt des Spiels. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Nappon. Bam! Flash Nappon. Napponisiert. Der Baron hat übrigens 600 Leben. Scheinbar halt nicht geflasht. Aber das ist noch ein 50-50-Flash gewesen. Das war der Fehler von Chappie. Der zweite Baron ist viel interessanter. Das war einfach nur ein Flash-Nappon. Da will ich wirklich sehen. Nee, der hat Schönfeld, glaube ich, auch gesmited, aber zu früh. Hier, Robo. Robo ist auch so häufig gestorben. Also für mich, Dyout, der sich häufig gecatcht hat. Robo, der einfach nur Fiora gepickt hat und damit 30 Minuten lang dem Team das Spiel verloren hat. Und Nappon, der neben den Smites vielleicht nicht ganz so useful im Early Game war, haben für mich hier die Spiele entschieden. Und BRTT auch. Jetzt sehen wir es nochmal. Noch so. Oh, schön. 2000. Geh da rein hier. Zack. Er hat bei 1300 gesmited. Der Baron hatte nach Schönfeier Smite noch 500 Leben. Sie zeigen den letzten Fight nicht. Ist das euer Ernst? Nee, weil es hier viel, viel wichtiger ist. Nö, wir gehen jetzt zurück und gucken uns den Fight nochmal an. Ist mir völlig egal. Ich will sehen, warum BRTT da gestorben ist. Wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das, Riot. Dann machen wir das. So. Wir machen das jetzt auch gleich. Wir gucken das jetzt nochmal. Ja, schön, schön und gut. So. Jetzt hier in 0,5 Speed gucken. Gucken uns. Machen wir mal ohne Ton. Ist, glaube ich, besser also, für uns alle. So. Diod lässt sich catchen. Das ist schon mal terrible. BRTT ist hier oben. Das ist halt Terry Bad. Wie gesagt, den Fight zu suchen hier, Terry Bad. So, und jetzt BRTT. Oh. Okay. Ist ein bisschen geböllert worden. Okay. Aber hat sein Flash. Die Positionierung war halt auch terrible. Er hat sein Flash. So, und wir gucken jetzt nochmal, ja? Wie langsam die Red Cannons da gerade waren. Aber das liegt auch daran... So, ich meine, guckt euch das an. Guckt, wie sie positioniert sind. Die sind nicht mal in der Nähe des Elders. Währenddessen pusht die Botlane rein. So, was haben sie sich da gedacht? Nur gegen zwei Infernals und Elder Drake. Kann man schon mal machen, ne? Machen wir easy. Also, wie gesagt, das Decision-Making von den Reds hier absolut. Die waren dem Druck nicht gewachsen. Nee. Grundsätzlich waren sie da so langsam, weil du das auf halber Geschwindigkeit hattest. Auch. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das waren die drei entscheidenden Faktoren. Top-Lane Fiora, useless. Nappon im Jungle. Vielleicht die falschen Entscheidungen im Early Game. Hier ist gerade die Erklärung. Natürlich versucht er bei 1300 zu smiten, weil Elise Burst Smite ist gleich über 1000. Ja, ist doch völlig klar. Das ist völlig logisch. Das ist doch völlig logisch. Das ist völlig logisch, wenn frohe Wolfnachten. Ist völlig logisch, frohe wenn der gegnerische Jungler versucht zu stehlen. Bitte E-Mail an uns, weil wir leiten das dann direkt an Fnatic weiter. Die suchen derzeit einen neuen Headcoach. Ja, ja. Solltest du dann, solltest dich für bewerben. Also ist völlig für die, die es gerade noch nicht verstehen, es ist absolut sinnvoll, wenn der Gegner Jungler versucht zu stehlen, den Baron einfach zu früh zu smiten. Völlig logisch. Einfach nur damit quasi irgendwas den Baron bekommt. Was? Das ist absolut sinnvoll. Was ich oftmals mache, ist, wenn ich weiß, dass der Baron contested wird, dann smite ich meist schon bei 3000. Ja. Weil der Burst ist ja höher. Und der Gegner-Jungler weiß ja auch dann immer, ob die Beatzen ist, einfach zu smiten, wenn der Gegner es nicht sieht. Weil denkt der Gegner, dass du smite hast. Man weiß halt, okay, der gegnerische Jungler ist ab, die contesten, smite. Da rechnet kein Sack mit. Ja. Mindgames. Insane. Frohe Wolfnachten hat es begriffen. Gehen wir mal kurz in die Pause. Und sehen uns dann wieder zwischen dem, inzwischen leider nicht mehr so entscheidenden Spiel. Red Cannons gegen Supermassive. Ist theoretisch trotzdem die Favoritenpartie. Ob ich nach diesem Spiel Red Cannons noch als Favoriten bezeichnen würde? Schwierig. Bis gleich, Mann.